Schön mal wieder da zu sein. Heute spreche ich über ein ganz wichtiges Thema. Es wird um Qualität gehen, es wird um das Thema Versicherungen gehen, Altersvorsorge gehen. Also seid gespannt. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da hat jemand, der glaubt, Ahnung von unserer Branche zu haben, behauptet, dass Altersvorsorgeverträge ja im Versicherungsmantel gar keinen Versicherungsinhalt haben, sondern reine Sparverträge sind. Das ist natürlich inhaltlich totaler Quatsch. Ja, das wichtige Risiko, was hier abgesichert ist, ist das Langlebigkeitsrisiko, weil die Versicherung, die Rentenversicherung, ist die einzige Anlageform, die eine lebenslange Auszahlung garantiert, so lange wie jemand lebt. Und blöd ist es, wenn man eine andere Anlageform hat. Das Geld ist alle und das Leben geht weiter und dann anschließend ohne Geld. Das macht sehr, sehr wenig Sinn an der Stelle. So, also das Thema Langlebigkeit. Derjenige beschäftigt sich viel mit Kunden, die viel Geld bei ihm anlegen. In diesen Fällen kann es sein, dass ohne dass das Vermögen angegriffen werden muss, das Einkommen bestritten werden kann aus Mieten, aus Zinsen, aus Dividenden. Das ist denkbar und möglich. Dafür braucht es dann keinen Altersvorsorgevertrag. Aber Achtung, Achtung! Ja, wenn das Vermögen in der eigengenutzten Immobilie steckt, Steine kann man nicht essen, dann braucht es auch einen. Achtung, Achtung, wenn keine Rücklage vorhanden ist. Ich kenne Menschen, die ich selber nicht beraten habe oder bisher noch nicht beraten habe, die sind mit 80 Jahren noch an den vermieteten Immobilien am Basteln und am Machen. Nicht aus Spaß, sondern einfach deshalb, weil die keine Instandhaltungsrücklagen gebildet haben. Auch das ist dann sogenannter Bestandsverzehr. Und wir haben jetzt gerade aktuell dieses Jahr die Pleite vom P&R, dem Container, dem geschlossenen Fonds mit Containerbeteiligungen. Auch da gibt es den ein oder anderen älteren Kunden. Durchschnittsalter der Anleger ist zur Hälfte über 50. Gibt es den einen oder anderen, der sagt, das ist ja schön, die zahlen mir Monat um Monat eine Art Rente. Ja, haben die bisher, jetzt sind sie pleite. Das heißt, ob das Vermögen noch in Zukunft vorhanden sein wird, weiß keiner. Das wird der Insolvenzverwalter feststellen. Eins ist sicher, jetzt kommt die vermeintliche Rente, nämlich die Vermietung der Container, die Erträge daraus, die werden jetzt zunächst einmal zur Befriedigung der Gläubiger und nicht der Anleger genutzt. Also an der Stelle, Achtung, Achtung, die einzige Anlageklasse, die auf Dauer bis ins hohe Alter, wenn jemand wie ein Methusalem über 100 Jahre alt wird, wenn jemand ein Langlebigkeitsrisiko absichern möchte, dann in diesem Fall gibt es nur ein einziges Instrument und das ist die Rentenversicherung in Deutschland, die eine lebenslange Rente garantiert. So, dann, wenn man sich entschieden hat, hier zu investieren, kommt es natürlich auch da wieder auf die Qualität an. Da gibt es die sogenannte Solvenzquote, die festgelegt wurde im Rahmen von Solvency II. Da sind die Produkte, die ich anbiete, mit einer der höchsten Solvenzquoten. Das heißt, ist das Eigenkapital so hoch, dass es fünfmal ausreicht, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen? Oder ist die Eigenkapitalquote etwas geringer? Und wenn eine Krise kommt, ist der Lebensversicherer möglicherweise nicht mehr oder nicht mehr im ausreichenden Maße in der Lage zu zahlen. An der Stelle immer schauen, dass man einen Anbieter findet, der über Jahrzehnte gezeigt hat, dass er eine hohe Solvenz hat, nämlich die Garantien auch einzulösen. Und da komme ich schon zum ganz wichtigen Thema, nämlich Qualität dieser Produkte. Wenn ich heute einen 32-jährigen
berate, dann sollte die Qualität dieses Produktes für die nächsten 35 Jahre hervorragend sein, dann ist er nämlich 67 und dann hört die Qualität nicht auf, sondern dann fängt sie erst an. Denn wenn derjenige 30, 40, vielleicht mehr als 40 Jahre noch zu leben hat, dann ist ja in der Auszahlphase, in der Verrentungsphase auch wichtig, dass die Qualität hochwertig ist. Insofern warne ich davor, Anbietern zu vertrauen, die erst wenige Jahre am Markt sind, die sagen, wir haben ganz tolle innovative Konzepte. Innovative Konzepte sind gut. Die Frage ist nur, halten die auch für die nächsten 50, 60, 70 Jahre oder länger? Und da braucht es sehr viel Blick auf die Details. Und es gibt Anbieter, die sagen, sie haben zum Beispiel bei der Riester-Rente innovative Konzepte, sagen aber heute gar nicht, wie sie in der Auszahlphase sicherstellen können, dass auch ausgezahlt wird. Vor diesen Produkten warne ich, sondern wenn sich der Kunde, wenn Sie sich dafür entscheiden, in das Thema Langlebigkeit zu investieren, für sich selber dort auswählen, dann wählen Sie Anbieter mit einer hohen Solvabilität, also mit einer hohen Solvenzquote, und zum Zweiten wählen Sie Anbieter, die auch aus der Vergangenheit heraus gezeigt haben, dass sie ihre Leistungsversprechen auch halten können. Ja, jetzt bin ich zum Schluss an der Stelle, heute ein bisschen produktlastig, aber auch da nochmal das Aufräumen mit Vorurteilen. Dann, wenn es um das Thema Qualität auf der Produktseite geht, dann geht es nicht um die Qualität in diesem Jahr, in diesem in dieser aktuellen Zeitung, die ich gerade vor mir habe, sondern es geht um die Qualität der nächsten 30, 40, 50, 60 oder 70 Jahre. Und da kommt es eben darauf an, langfristig nachhaltig den richtigen Anbieter zu wählen. Ich freue mich auf das Feedback und viel Erfolg bei der Auswahl.